Herzlich willkommen bei S21 BauTV. Heute Abend noch ein Video wegen diesem neuen Stegbau. Danke an Mario für die Inspiration. Manchmal braucht man einfach einen Trigger von außen. Ja klar. Also, ich habe ja heute ein Video gedreht von hier, bündig zu der jetzigen Kante gerade rüber auf dieses Widerlager wird die Baulogistikbrücke von dem Steg geben und dann entlang dieser Steine, kann man es gut sehen, dieser Beton-Lego-Steine, schätze ich den Weg hier direkt rüber und der Tipp von Mario war eigentlich, alte Bilder rauskramen und nachdem wir Videos haben, dachte ich mir, ich kram die alten Videos raus. Die sind aber alle auf YouTube, also brauche ich sie ja nicht neu zusammenstellen, sondern ich habe eine neue Playlist angelegt, die heißt jetzt Südeingang. Die zeige ich euch auch gleich. Vorher noch, K16 ist mittlerweile... Ja, die Hutze betoniert, das haben wir gesehen. Hier ist noch die Pumpe zu beobachten. Und da wird natürlich das Gerüst und das Geländer immer bis zum Schluss dran gelassen. Natürlich auch die Schalung unter dem Bereich, wo die Hutze am schwersten ist und drunter eben kein Kelch, so wie hier, abstützen kann. Naja, auf jeden Fall sieht es heute Abend so aus. Schalung ist außen komplett weg. Gerüst ist weg. Die Schalung drunter, eine steckt noch drin. Zwei, kann man hier sehen, sind raus. Also Innenschalung der Hutze und das hier ist dann diese. Und die beiden sind ja eigentlich nur ja, die Kante vom Bahnhofsdach. Abgerundet natürlich. Das ist wirklich die Spätschicht, denn das ist kurz vor 21 Uhr aufgenommen und die waren bis 9 noch fleißig auf K15. Da fehlen nämlich genau diese drei Elemente, also insgesamt 6 Elemente, also 3 Segmente, Innen- und Außenbereich. Der innere ist ja ohne Schalung und auf den äußeren 3 Stützsegmenten wird dann die Schalung angelegt für den Bereich der Hutze. Hier wird es ein bisschen kriselig. Galeriestütze für K23 kann man nicht mehr viel erkennen. Ist auch ein bisschen extrem bei den Lichtverhältnissen und dann ganz weit in der Ecke. Ja, nochmal zurück zu diesem neuen Steg auf BA19, den es eben schon mal gab an der Stelle. Deswegen gar nicht schlechte Idee mit den alten Videos. Und zwar schätze ich den jetzt, dass er so eingebaut wird, also direkt drüber und dann gibt es einen Knick und dann schräg raus. Und der jetzige verläuft etwas so. Und hier drunter sind die Notausgänge. Die sind ja alle schon in der Oberfläche, in der Deckenplatte von BA19 vom Südkopf-Zulauftunnel. Und die kann man sehr schön sehen in den alten Videos. Und da gehen wir gleich hin, aber vorher noch ein bisschen 4 Folien. Hier unten BA23 ist abgehakt, komplett erledigt. Und BA19 und 21, da fehlen noch 2, weil ja eben das noch oben drauf gebaut werden muss. Dann haben wir noch mal eine Webcam, die uns
den Stegbau sehr schön zeigt. Das Widerlager hier mitten im Bild. Also da können wir schön beobachten. Und dann noch der Blick hier drüben, BA21. Und diese Stelle können wir uns gleich mal ein bisschen merken. Ja, da sieht man ja schön, wie der Flügel gebaut wird. Kann man wunderbar beobachten. Und noch eine Beobachtung, Ehmannstraßen-Webcam. Nämlich Zwischenangriff, Abstellbahnhof. Ich nehme an, das sind Randsteine für den Gehsteig auf Paletten. Soweit ist es also schon. Mittlerweile versteht kein Mensch, der jetzt erst den Kanal entdeckt hat, warum hier S-Bahn-Tunnel steht. Aber der ist eben jetzt drunter, nichts mehr davon zu sehen. Außer die Schattierung. Aber nur wenn man weiß, was das bedeutet, warum die Farbe sich hier ändert. Vom Material der Verfüllung. So, jetzt habe ich das hoffentlich richtig vorbereitet. Jawohl, hier diese Ecke wollte ich euch zeigen. Und zwar, das ist jetzt die Webcam. Wir gehen mal hier rüber. Also, das ist jetzt die neue Playlist Südeingang. Und da habe ich viele Videos von BA19 zusammengestellt. Ganz interessant, Schaumglas-Schotterverfüllung für die Stegwanne auf dem letzten Steg, der über BA19 ging. Und das hier habe ich jetzt mal schon mal geöffnet. Und das schauen wir jetzt hier an. Also, Notausgang Süd. Bahnsteig 1, geht die Treppe hier rauf und man sieht die Vertiefung, die Schalung für die Vertiefung in der Armierung in der Deckenplatte BA19. Und weiter unten in der Playlist, dann haben wir noch das ähnliche Bild, der ähnliche Bereich, ein bisschen von hier drüben gefilmt und schon alles ausgegossen. Und dann sieht es nämlich so aus. Na, ich wollte es eigentlich ein bisschen größer, aber ich kriege jetzt den Zoom nicht hin. Jedenfalls ist das hier die Vertiefung für den Notgang und die Gummilippe, diese Gummiabdichtung, die ist geschützt. Weil das wurde ja alles verfüllt mit U-Steinen umgekehrt draufgelegt. Und diese Ecke hier ist die besagte vom Südkopf-Düker-Bild hier oben gerade eingeblendet. Also, dann schreibt unter das Video die Kommentare dazu, ob das gut ist mit dem Südkopf. Ne, Südkopf-Playlist gibt es schon, jetzt haben wir Südeingang. Ich werde noch einige hinzufügen. Und ich sage schon mal, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.